Hallo meine Lieben, als allererstes möchte ich mich bedanken für die vielen Glückwünsche bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook und auch per Mail. Ich habe mich super gefreut. Super gefreut habe ich mich auch über die rege Teilnahme an meiner Geburtstagsverlosung. Da hinten, da seht ihr die beiden Päckchen. Ich habe die jetzt die Tage nochmal aufgestockt. Ihr kennt das, da fällt einem immer noch was ein, was da noch rein musste. Ich freue mich schon wahnsinnig, die verschicken zu dürfen. Und ja, dieses Video hier wird jetzt vor der Auslosung gemacht, weil ich ja auch erstmal schauen muss, was ist denn hier reine Geburtstagspost und was ist denn der Beitrag. Obwohl es ja eigentlich einfach ist, es ist eine Karte. Ich werde das folgendermaßen machen, alle Teilnehmer, deren Beiträge da sind und bis jetzt eingetroffen sind, die werde ich nummerieren und im Anschluss werden dann Nummern gezogen. Ich muss mal schauen, ob ich das mit meiner Familie zusammen mache oder nicht. Auf jeden Fall habe ich mir hier schon mal Werkzeug geholt, um die ganzen Einsendungen hier zu öffnen. Ja, nur was Kleines, denke ich, ist grundsätzlich da, ne? Ja, eine Karte wollte ich, ihr Lieben, eine Karte. Ja. Ich würde sagen, ich öffne jetzt die Päckchen. Ist ja doch schon einiges. Ich blende euch das hier irgendwo mit ein. Ne? Ich zeige euch da die Bilder nochmal. Ja, und ich würde sagen, ich öffne die jetzt und dann werden wir die gemeinsam auspacken, wenn ihr Lust habt. Seid ihr dabei? Dann bis gleich. Ja, ich möchte starten mit einem Päckchen, das nicht an der Verlosung teilgenommen hat. Das habe ich von der lieben Heike vom Kanal Basteleule bekommen und das werde ich jetzt als allererstes mit euch zusammen auspacken. Ja, ich bin schon riesig gespannt. Guck mal, ist hier in dem schönen Folienpapier. Ich finde Folienpapier total schön, ne? Nicht nur, weil es so glänzt, sondern es fühlt sich auch einfach cool an, ne? Ich meine, okay, ich finde prinzipiell Geschenkpapier toll, aber das hier, also solche Folienpapiere besonders. Jo. Ach ja, die liebe Heike macht sich über mich immer lustig, ne? Weil ich ja so gerne klebe mit Tesafilm. Aber selbst kannst du es auch sehr gut. Wollte ich ja nur mal anmerken. So. Schere darüber. Ja, ich guck mal, ob ich das hier... Nee, das ist hier auch noch verklebt. Aha. Ich möchte es gar nicht kaputt machen, weil das... kann man ja wiederverwenden, ne? So. Ja. Und noch ein? Ja, zwei sogar, ne? Yep. Und... So, ich hoffe, ich habe es jetzt. Da habe ich auch noch einen entdeckt. So. Oh, Heike. Du hast es aber wirklich gut gemeint. Hast du Angst gehabt, dass es aufgeht? So. Also, wisst ihr, ich wusste von Heike schon, dass ich das bekomme und ich habe mich da auch tierisch gefreut, aber
Kennt ihr das, wenn einem irgendjemand sagt, so, du bekommst da noch was oder ja, ich mache da mit, aber da kommt noch was zusätzlich. Da hat man so ein merkwürdiges Gefühl, oder? Und man weiß auch gar nicht, wie man dann richtig darauf reagieren soll. Mir geht das jedenfalls immer so. Wow. Vorsichtig. Ja, ich freue mich deswegen nicht weniger. Im Gegenteil, ich bin total aufgeregt. Ja, Heikes Päckchen war nämlich das erste, was hier angekommen ist. Und ich musste tatsächlich die ganze Woche jetzt warten. Und es hat mich so angegrinst und angelacht und hat gerufen, guck mal rein. Bist du gar nicht neugierig? Doch, ich war neugierig, aber ich war eisern. Mhm. So, und jetzt darf ich. Ich freue mich so. Also, hier, schöner Sticker drauf zum Geburtstag. Schauen wir mal rein, wie ihr auch. Ah, da geht schon los mit Servietten. Ach, Heike, danke schön. Und die ist ja schön. Schön, dass du da bist. Ja, cool. Die schreit förmlich nach Papier machen, aber wenn ich nur eine davon habe, dann nicht, dann geht die in der Sammlung. Ach, guckt euch mal die Eule hier an. Ist die putzig? Ich muss jetzt immer so gucken, dass ihr das auch seht. Ich sitze nämlich hier an meinem Esstisch im Bastelzimmer, weil mein Schreibtisch ist leider zu voll. Ich habe da keinen Platz. So, guckt mal. Und jetzt habe ich auch die Kamera direkt so vor mir, anstatt ich sonst immer hier die Kamera irgendwo hier so zwischen mir habe und dann darüber greifen muss. So, nur mal zur Erklärung. Auf jeden Fall, guck mal, die Eule, cool, ne? Aber auch die, nur einmal, genauso wie diese hier. Die sind auch putzig, ne? Ja, leider auch, nur einmal. Ja, leider, oder schön, dann ab in die Sammlung. Also, alle Servietten, die in meiner Sammlung sind, die bleiben da auch drin. Oder da müsste etwas ganz, 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 ganz Spezielles sein, wo ich sagen würde, ich werde die weiterverarbeiten. So. Ah ja. Mhm. Ja. Hier sind einmal Leckereien. Mhm. Sag mal. Wenn schon Haribo, ne, Heike? Das sind meine Lieblings-Haribos. Ich stehe total auf Colorado-Mischung. Und weißt du, was das Gute ist? Das Gute ist, jetzt, wo ich meine Beißerchen ja wieder ordentlich habe, kann ich die auch essen. Das Schlechte ist, ich bin gerade auf Diät. Da müssen ein paar Kilo runter. Das wird mir sehr, sehr schwer fallen. Aber ich lege mir die beiseite, dass mir die keiner mopsen kann. Weil ich finde alleine diese Tüte schon so ultra niedlich. Wo gibt es denn bitte so kleine Colorado-Tütchen? Hm, okay. Auf jeden Fall, die werden weggelegt. Genauso wie dieses hier. Und ich vermute mal, dass in dieser richtig schönen Geschenkeverpackung was richtig Schönes, Süßes drinstecken wird. Kann ich die hier irgendwo... Oh, wo kann ich die denn öffnen? Kann ich die schieben? Ne, schieben kann ich die nicht. Muss ich das Bändchen hier aufmachen? Muss ich? Ja, die sind immer... Ah, doch, schieben, 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 schieben. Ah, bin ich doch nicht so doof. Schieben, 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 schieben. Na komm schon, ich will doch sehen, was drin ist. Ein Duplo! Duplos esse ich auch sehr gerne. Sind das hier die weißen mit, oh, mit Kokos? Eigentlich schon fast gemein, ne? Während so einer Diät. Ah ja, vielleicht kann ich ja das ein oder andere mal sündigen. Vielen Dank für die Leckereien, Heike. Wenn ich sie esse, dann werde ich sie mir richtig gut schmecken lassen und ja, Bissen für Bissen genießen, weil, ne, geht nicht mit einem Haps in den Mund, sondern ja. Die muss ich schon knabbern und dann genießen. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ich habe einen ganz trockenen Hals. Das liegt aber nicht an der Erkältung. Das liegt auch nicht am Wetter. Das liegt an meinen Schilddrüsen. Mir schwillt im wahrsten Sinne des Wortes
der Hals zu. Jo, so. Was haben wir denn hier Hübsches? Heike, ich habe immer gedacht, ich hätte gute Ideen. Ja, aber du schaffst ja wirklich alles an Verpackung zu verändern, ne? Was ist das denn für ein schöner Stein hier? Was ist das denn? Voll cool. So, ich mach mal auf, ne? Ich mache mal auf. Vorsichtig, ohne zu zerstören. Oh Gott, noch mehr. Was ist das denn? Oh. Hey, jetzt sag nicht, ich habe den allerersten bekommen. Guckt mal. Der ist ja schön. Heike. Der ist ja toll. Ist das der erste? Wenn ja, ne, dann fühle ich mich doppelt geehrt. Weißt du das? Der ist ja cool. Mega. Und wenn das der erste ist, ne, dann ist der auf gar keinen Fall zu klobig oder so. Ne? Der eignet sich super als Taschenbaumler. Und wenn... Also ich werde den wahrscheinlich so oder so als Taschenbaumler dann benutzen, weil ich jetzt in Zukunft wieder öfter eine Handtasche mitnehmen muss. Beziehungsweise ich habe so eine kleine, so eine Tragetasche, ne? So, da könnte ich den gut dran baumeln, nämlich oben am Riemchen, so dass ich sofort merken würde, wenn ich den irgendwie verliere oder so. Da käme aber hier noch ein dicker Ring dran. Ah, voll cool. Der ist richtig schön. Guckt euch den mal an. Ja, den hatte sie nämlich gezeigt und hatte Zweifel, ob der vielleicht zu klobig ist, ne? Ist der doch, oder? Oh, schön. Vielen Dank. Ja. Und dann hier so ein, noch eine Kalorienbombe. So ein Raffaello. Esse ich auch total gerne. Ich weiß nicht. Ich stehe eigentlich gar nicht so auf Schokolade, aber solches Zeugs, das mag ich. Sogar die Schokolade hier, ne? Sogar die. Obwohl ich eigentlich nicht so der Schokoladenfreak bin. Ja. Ich würde auch niemals eine ganze Tafel Schokolade essen können. Also da geht ein Stückchen von dem Riegel und mehr geht da nicht. So, vielen Dank. Und das in dieser schönen Dose. Oh, wenn ich das jetzt zeige, dann, ne, den Taschenbaumel muss ich verstecken. So, was haben wir hier? Eine Agenda. Sehr schön. Weißt du, was richtig cool ist? Diese Agenda hat ein super Format. Und die passt erstklassig in meine Handtasche, die ich ja jetzt, wie gesagt, immer öfter mitnehmen muss. Und es werden bei mir so viele Termine in Zukunft anstehen. Und bei meinen Terminen werden wahrscheinlich neue Termine gemacht. Und die werde ich dann, glaube ich, mal alle hier eintragen, damit ich sie alle im Blick habe und immer gleich gucken kann und kann sagen, ja, da ist noch was frei oder nee, da habe ich schon einen Termin. Wisst ihr, was ich meine? Voll cool, freue ich mich drüber. Und das Ganze hier in grün, ne? Also mit grün kann man mir sowieso immer eine Freude machen. Dankeschön, kann ich sehr gut gebrauchen. So, was haben wir? Ach, leck mich fett. Ich kaufe mir nie diese DIY-Sets, ne? Nie. Jetzt habe ich eins. Make you on your dream catcher. Yo, ich habe schon mal Traumfinger gebastelt. Die habe ich selber gebastelt. Die habe ich für meine Enkeltöchter gemacht. Da irgendwo in den Tiefen meines YouTube-Kanals sind die verborgen. Ihr könnt euch mal angucken. Lacht euch kaputt, ne? Auf jeden Fall, ja. Guckt mal. So sieht das aus. Und so sollte es aussehen, wenn es fertig ist. Ob das bei mir auch so aussehen wird, das steht in den Sternen. Aber ich werde das mal machen. Und ja, ich kann mich ja mal ganz dumm mit euch da hinstellen und das einfach mal in einem Watch Me machen. Ja, ich kann leider keine Lives machen, weil immer noch keine 1000 Abonnenten und da bin ich noch weit entfernt. Also geht nur in Watch Me und mal gucken, ob ich das mit euch hinkriege. Und wehe, ihr schreit da nicht laut genug. Dankeschön dafür. Was habe ich hier noch? Die Post. Die Geburtstagspost.
da steht's. Ihr solltet eigentlich richtig rumlesen können. Ich habe es hier spiegelverkehrt. Ja. So, ich guck mal eben rein, ob das nur für meine Augen bestimmt ist oder ob ich euch dran teilhaben darf. Ach, ist die süß. Ist die süß. Guckt mal. Ist die süß. Heike, warum hast du denn nicht teilgenommen? Warum wolltest du nicht teilnehmen? Ha? Mit der Karte hättest du ja wohl locker mithalten können. Cool. Richtig schön. Guckt euch das mal an. Voll tollig. So. Dazu erzähle ich euch gleich noch was. Ne? Liebe Simone, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Feier schön. Liebe Grüße an dich und deine Familie von Heike, der Basteleule. Und jetzt guckt euch das mal an. Süß, ne? Wie süß das ist. Dankeschön, Heike. Ja, werde ich haben. So, ich möchte hierzu noch was erklären. Die liebe Heike hatte ja in ihrem Haul ihre Stanze vorgestellt. Hier die mit dem Rahmen und mit den Teilchen hier drin. Und die fand ich so ultra schön und habe gedacht, meine Güte, die könnte so gut zu deinem derzeitigen Projekt passen. Boah, frag Heike einfach mal, ob sie dir ein paar Ausstanzungen macht in Schwarz und in Weiß. Und das hat die Heike natürlich für mich gemacht. Ja, was heißt natürlich? Nein, das ist gar nicht natürlich. Ich finde das super, super lieb. Ich habe sie dann gefragt und sie sagt, natürlich mache ich das. Ich lege sie dir dann einfach bei. Ja, ich freue mich da total drüber. Und ja, ihr werdet ja hinterher, wenn das Projekt fertig ist, sehen, wo die eingesetzt wurden. Richtig schön, Dankeschön. Ich freue mich da mega mäßig drüber. So. Puh, ich glaube, ich mache jetzt mal ganz kurz hier Pause. Ja, nochmals vielen, 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 vielen Dank, liebe Heike. Oh nee, ich mache das mal so rum. Also nicht, dass hier was kaputt geht, ne? Ja, ich kann immer so schlecht Danke sagen. Kennt ihr das? Ja, ne? Da kennt eigentlich jeder diese, ja, ja, danke schön, ne? Und man kann gar nicht so Danke sagen, wie man sich wirklich freut, ne? Bin ich jedenfalls der Meinung. Ich meine, ich könnte jetzt hier in Tränen ausbrechen. Das wäre aber dann nicht wirklich so, ne? Ich freue mich wirklich, ich freue mich einfach. Ich bin so sprachlos und so überwältigt. Man merkt gar nicht, dass ich auch nicht ein ganz kleines bisschen nervös bin, ne? Nein. Auf jeden Fall nochmal vielen, 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 vielen Dank, Heike. Ich freue mich da megamäßig drüber. Ja, und die werde ich verarbeiten und ja. Notfalls wegen dem DIY-Set erinnert mich doch einfach dran, dass ich das machen wollte, falls ich es vergesse. Kann ja mal passieren, wenn jetzt so viel ansteht. Ja, kann passieren, dass hier was untergeht und ich vergesse sowieso so viele Sachen. Also das ist ganz schlimm bei mir. Mit einer der Gründe, weshalb ich so viele Termine haben werde. Ja, puh. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal eine kurze Pause, trinke noch mal einen Ruhenschluck, räume das beiseite, ja, und mach dann das nächste auf, ne? Bis gleich.